Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Bond 50 Box. Alle weiteren Informationen zu dieser Box und dem Inhalt, sowie natürlich auch die Links zu der Box und zu den Filmen, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Bond 50, das Ganze aus dem Jahr 2012. Wir haben hier mal wieder eine Box aus dem Bereich Film. Jawohl! Lang ist es her, 1962 kam der erste James Bond Film raus und 2012 dann zum 50-jährigen Jubiläum gab es dann unter anderem diese Box. Es gab da diverse Ausführungen, aber ich präsentiere euch heute mal die DVD-Box davon. Ja, anlässlich des 50-jährigen Jubiläums hat man hier alle bis dato erschienenen Bond-Teile in eine große Box gepackt. Die kommt hier mit einem Schuber. Wir haben hier auf der Vorderseite einmal die Jubiläums-Collection Bond 007, Bond 50. Dann haben wir hier die einzelnen Darsteller, die im Laufe der Zeit den Agenten verkörpert haben. Unten ein FSK 16-Hinweis, DVD. Auf der Seite ist das Ganze natürlich auch noch beschriftet. Hier einmal die gesamten Teile aufgelistet. Das sind alle, die sich hier drin befinden. Und auf der Rückseite lesen wir, was uns hier erwartet. Allerdings glaube ich... Nein, okay. Ich dachte, das wäre jetzt auch nochmal unter dem Schuber 1:1 abgedruckt. Somit hätte ich ihn abgezogen. Aber wir widmen uns jetzt mal hier dem Text auf dem Schuber. 50 Jahre 007. Anlässlich des 50. Jubiläums von James Bond erscheinen alle 22 actiongeladenen Missionen von 007 in dieser einmaligen Sammlung auf DVD. Alle Bond-Girls, alle Bösewichte und alle charismatischen 007-Darsteller. Von Sean Connery bis hin zu Daniel Craig. Die Jubiläums-Collection zu 50 Jahren James Bond ist ein würdiges Denkmal für den berühmtesten Geheimagenten der Filmgeschichte. Und ein Muss für alle Fans von Bond. James Bond. Jubiläums-Collection mit 22 Discs. 22 Bond-Filme von James Bond, Jagd Dr. No bis Ein Quantum Trost. Freier Platz für die Skyfall-DVD. Erscheint 2013. So, dann haben wir hier komplette Übersicht über alle Teile, die sich hier drin befinden, inklusive Spielzeit, also wie lange der Film geht und natürlich auch das Erscheinungsjahr. Und hier unten gibt es dann noch die Infos, Logos, Labels und einen Barcode. Gut, dann würde ich sagen, wir packen den Schuber mal zur Seite und widmen uns der eigentlichen Box. Das ist diese hier, also von der Vorderseite ident gestaltet wie der Schuber. Allerdings haben wir jetzt diesen hässlichen FSK 16 Hinweis weggemacht oder sind ihn losgeworden, denn der war hier auf dem Schuber wirklich aufgedruckt. Somit keine Chance, den zu entfernen. Aber wenigstens hier ohne Schuber kann man sich die Box natürlich dann auch noch ins Regal stellen und da sieht das Ganze dann deutlich schöner aus ohne diesen Hinweis. So, auf der Unterseite die Infos nochmal, also die gesamten Filme inklusive Jahreszahl. Oben das Logo dieser 50 Jahre. Auf der Seite auch nochmal beschriftet. Und auf der Rückseite nochmal das 50 Jahre Logo. So, das ist auch wieder eine übergeordnete Hülle, Box, wie auch immer. Also hier auch wieder so ein fester Kartonschuber in dem Fall. Das erste war ein Pappschuber. Das ist jetzt so ein wirklich stabiler Schuber, so eine Schuberbox. Und hier haben wir dann die nächste Box. Und das ist jetzt aber auch die endgültige Box, in der sich dann auch die DVDs befinden. So, hier der goldene Schriftzug, Bond 50. Auf der Seite wieder beschriftet. Rückseite Bond 50. Und hier oben unten seitlich alles hier in dieser Kunststoffoptik, weil sich hier dann die einzelnen DVDs befinden. Okay, wir schauen mal rein. Hier haben wir einmal die gesamten Bond-Darsteller, die hier historisch sich dann abgelöst haben. Mal ganz kurz schauen. Ja, ganz am Ende, man kann es... Ja doch, jetzt sieht man es, wenn ein bisschen Licht drauf fällt, ist auch noch Daniel Craig mit dabei. Also man hat hier wirklich jeden Einzelnen gewürdigt. Und so sieht das dann aus. Also wir haben hier die DVDs in diesen einzelnen Plastikschienen, in diesen Schichten hier mit drin. Los geht's hier mit den ersten Teilen. Und zwar meines Wissens das hier der allererste Teil.
Also James Bond jagt Dr. No. Der ist aus dem Jahr 1962. So, dann kommt der zweite. Liebesgrüße aus Moskau, 1963 erschienen. Wir haben darunter auch kleingedruckt immer die Originaltitel. Also in diesem Fall From Russia with Love. Weiter geht's mit Feuerball. Beziehungsweise nein, erst noch hier. Moment, Goldfinger. Genau. Goldfinger aus dem Jahr 1964. Dann Feuerball aus dem Jahr 1965. Weiter geht's dann mit, na, Man lebt nur zweimal, 1967 erschienen. Dann Im Geheimdienst Ihrer Majestät aus dem Jahr 1969. Man sieht ja auch die unterschiedliche Klassifizierung. Also wir haben natürlich auch viele James-Bond-Filme, die ab 12 Jahren sind. Die beiden jetzt hier zum Beispiel. Aber ich glaube, die meisten sind dann doch immer ab 16. So, weiter geht's dann hier mit Diamantenfieber, 1971 erschienen. Dann der nächste Teil, Leben und Sterben lassen, 1973. Dann, es ist immer hier etwas mühsam zu drehen. Okay, wir nehmen einfach hier mal kurz raus, dann können wir es auch sehen. So, Der Mann mit dem goldenen Colt, 1974 erschienen. Der Spion, der mich liebte, 1977. Dann geht's weiter mit Moonraker, 1979. In tödlicher Mission, 1981. Dann Octopussy, 1983 erschienen. Im Angesicht des Todes, 1985. Als nächstes haben wir Der Hauch des Todes. Der ist aus dem Jahr 1987. Dann Die Lizenz zum Töten, 1989. Und dann war echt lange, lange Pause. Und zwar genau 6 Jahre, bevor es weiterging. Das ist dann dieser hier, GoldenEye, 1995. Der Morgen stirbt nie, 1997. Dann haben wir hier noch Die Welt ist nicht genug, 1999. Stirb an einem anderen Tag, 2002. Ein Quantum Trost, 2008. Und Casino Royale, die beiden waren jetzt eigentlich ja, mehr oder weniger vertauscht, weil der ältere war immer unten. Können wir gleich mal austauschen. Casino Royale ist ja erschienen 2006. Und ein Quantum Trost war dann nachher erst. Also Casino Royale hier rein. Und dann kommt ein Quantum Trost aus dem Jahr 2008. Und hier haben wir dann, mittlerweile ist er natürlich schon längst erschienen, den nächsten Teil, und zwar Skyfall. November 2012 im Kino, im Frühjahr 2013 dann auf Blu-ray und DVD. Also hier hat man am Ende dann eben so einen Platzhalter gemacht. Das ist einfach hier so eine Papphülle, so eine ja, kreisförmige Papp-DVD. Jetzt schon reserviert der Platz für Skyfall. So, hier haben wir dann auch noch Daniel Craig. Und das war's soweit. Also, 22 Bond-Filme auf 22 DVDs. Das alles kommt dann hier in dieser Box mit dieser Überbox und dann auch noch mit dem vorhin gezeigten Schuber. Also, das alles in dieser wunderbaren Box Bond 50. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von der Box bzw. den Filmen? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr das Ganze feiert, falls ihr James Bond unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.